Perfekter Ort für ein Update. Ich weiß nicht, ob ich hier hätte sein sollen, aber bin gerade die Treppen gegangen. Versuche mal zu Fuß das Ganze schief abzugehen. Geil, deshalb hier den ersten Morgen auf der Fähre gerade. Gestern war es perfekt geklappt, haben noch eingekauft, viel zu viel beim Korb. Der ist direkt bei der Fährstation, 10 Minuten Fußweg von unserem Anlegeplatz, knapp 7 Stunden Fahrzeit. Plus minus 600-700 Kilometer, 2 Tankstops, bin echt überrascht. Die Schweiz hat es gerettet, also deshalb definitiv kann ich empfehlen, diese 35 Euro Jahresvignette und dann durch die Schweiz fahren. Kilometer sparen und Sprit sparen zahlt sich auf jeden Fall aus. Jetzt geht es auf nach Sizilien, deshalb und heute kommen wir in Sizilien an, deshalb mega genial, ich freue mich schon riesig. Vor allem freut sich riesig die Kajüte, die Kabine ist ein Traum, die Kabine ist ein Traum, hier ein paar Eindrücke. Wirklich, ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich habe definitiv in vielen Hotels schon schlechter geschlafen als hier in der Kabine. Das war wirklich hammermäßig. Voll genial. Deshalb freue ich mich. In die Garage darf man nicht mehr, sobald das Schiff fährt. Wir haben es sehr vermutet, aber ich habe meine Kontaktlinsenflüssigkeit gegessen im Moped. Es gibt bei den Packtaschen immer noch diese Wurst, nennen wir es. Also ein kleines Ding, das du beim Auspuffslot so reinschieben kannst. Wir haben es am Anfang nie verwendet, versuchen es jetzt aber zu verwenden, deshalb vergessen wir es immer. Haben es natürlich beim Moped vergessen. Das bleibt quasi immer in diesem Zwischenschacht so drinstecken. Dann ist es einfach zu vergessen. Dementsprechend hat man mir bei der Rezeption heute geholfen. Genau, voll nett. Zuerst wollten wir den Arzt holen. Der hat wohl eine Kochwasserlösung parat gehabt. Aber ja klar, das kann man ja selber mixen. Und dann ist einfach eine Angestellte vorbeigekommen. Hey cool, ich habe Kontaktlinsenflüssigkeit, ich kann dir gerne was abgeben. Und habe 2 Stamperl gekriegt mit Kontaktlinsenflüssigkeit. Traumhaft. Also bin ich gut durch die Nacht gekommen. Wäre auch kein Weltuntergang gewesen, sonst kann man mitschlafen, aber sie wollten einen echt nicht runterlassen. Ganz spannend. Besonders weil wir auf Parkdeck B sind, erste Unterebene, da ist wohl noch extra gefährlich. Das war's. In diesem Sinne, eine lustige Sache ist uns noch passiert und die Klärung kommt bestimmt. Wir haben dieses Foto hier gesehen bezüglich Roaming-Tarife hier auf dem Meer und in internationalem Gewässer. Wir sind voll gespannt, weil wie wir losgefahren sind, waren wir beide noch, also wir haben Datenroaming am Handy immer an. Meine beiden noch im Roaming in Italien, haben noch Fotos verschickt, mitgeteilt, dass wir gut angekommen sind, mit meinen Eltern kurz geplaudert, mit den Eltern von der Freundin kurz geplaudert, sind losgefahren und hatten Datenroaming tatsächlich an. Dann sind wir, mein Vater hat uns schon vorgewarnt, hat gemeint, Achtung, er hat mal so eine Tour gemacht Richtung Russland auf einem Frachter. Achtung, wenn du draußen irgendwie unterwegs bist und du wirst eingeklinkt via Satellit, dann hast du ein Problem. Dann sehen wir genau dieses Zettelchen mit 1,80 Euro pro Kilobyte Datenvolumen. Und ja, sind jetzt voll gespannt, ob wir das noch rechtzeitig gelesen haben. Es war so ungefähr 20, 25 Minuten nach dem Ablegen oder nicht und ob das noch aktuell ist. Ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sobald wir auf Sizilien sind, haben wir gesagt, können wir mal unsere Rechnung checken, ob das schon internationales Datenroaming abgerechnet ist. Wir hoffen nicht. Wenn ja, sind wir massiv am Arsch. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auf weitere Episoden von dieser tollen Reise gespannt seid, lasst ein Like und ein Abo da und wir hören uns bald. Ciao!